Bambus gab es in Deutschland, in Europa vor der Eiszeit. Aber seitdem gab es keinen Bambus mehr. Wir hatten im Kriege, vor dem Kriege, nur den tropischen Bambus. Und der Bambus, der jetzt überall in den Gärten wächst und gern angepflanzt wird, weil er im Winter ein schönes, grünes Element darstellt, ist erst vor etwa 10, 15 Jahren bei uns bekannt geworden. Das ist Bambus, der nach dem Kriege zumeist aus China importiert worden ist, aus temperierten Zonen und eine Temperatur von minus 20 Grad je nach Art verträgt. Bambus ist in seinen Herkunftsländern ein unentbehrliches Material. Es gibt über 1000 Gegenstände, die aus Bambus gefertigt werden können, gefertigt werden und genutzt werden. Auf der tropischen Insel Bali in Indonesien wachsen unzählige tropische Bambusarten. Seit Urzeiten wird Bambus hier für alle möglichen Zwecke genutzt, am sichtbarsten beim Hausbau. Das ausgeklügelte Bewässerungssystem nutzt den Bambus für den Wassertransport. So wird der auf Bali so wichtige Reisanbau in seiner Intensität erst möglich. Und im reichen spirituellen Leben der hinduistischen Insel spielt der Bambus eine wichtige rituelle Rolle. In vielen Dörfern sorgen Bambusschindeln dafür, dass die Balinesen ein Dach über dem Kopf haben.